ich es gerade geschafft habe, die alle einzusammeln, wollte ich jetzt mal gucken, was man im Tausch dafür bekommen kann. Sei gegrüßt. Hast du... bei Kantara eintauschen kann? Lass uns verhandeln. Die Banuk werden sehr gut für diese Relikte zahlen. Das müssen wir mal sehen. Ergreife... Haben schon mal. Natürlich immer das Gleiche. Aber grüne Modifikationskisten. Schrott. Schrott. Okay. Eine lila Modifikation. Eine lila, zwei blau. Das ist nicht so geil. Schön, dich wiederzusehen. Okay, zum Geschäftlichen. Die kannst du gleich wieder haben. Die ist zwar nice, aber alles ist nicht lila ist. Halte immer ab, ich zahle gut für Banuk-Relikte, Fremde. Wozu brauche ich das denn? Ich zahle gut für Banuk-Relikte. Ah, du bist zurück. Ah. Oh, lila Kisten. Lila ist eine schöne Farbe. Auf Wiedersehen. Ich möchte mit dir über eine Sache verlassen. Hallöchen. Ich handle immer gern. Ich freue mich, jeder. Und 1000 Scherben und 2 epische. Das sieht doch schon mal gut aus. Und noch ein paar grüne Modifikationskisten.
Also Blumen lohnen sich. Gerade auch für Leute, die noch nicht so weit im Game sind. Sauber! 39% Schaden. So was habe ich doch gewartet. Schönes Ding. Also, Banuk-Figuren, könnt ihr euch getrost schenken. Aber Metallblumen-Sets abgeben. Da bekommt man auch was für seinen Aufwand. Da bist du ja. Hast du etwas Schönes aus der Wildnis? Ja. So. Es ist immer eine... Lass uns reden. Nein, lebhaft diskutieren. Hier bei ihm gibt es nur Maschinenrohstoffe, was man da mal kaufen muss. Geheimniskisten. Gefäßsammlerobjekte und die Erdbeere. Jetzt geh du, Robust. Und da finden wir 500 Scherben und grüne Modifikationskisten. Also auf dem Level von den beiden. Und im Moment ist er auch was Blaues. Auch hier immer noch eine Schadensspule dabei. Aber ansonsten. Weiß ich nicht. Hat mich nicht so viel verraten. Weit gereist. Oh ja. Ich möchte mit dir reden. Das war's dann auch schon. Ja, wollte ich gar nicht.